willkommen zum heutigen Mrs. Greenery Café. Wie schön, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich riesig und wie immer aus dem neuen Atelier. Es ist hier einfach so mega und ich liebe es hier Videos zu drehen und ich habe jetzt endlich auch wieder mehr Zeit. Ich hatte ja das große Greenery-Treffen, dann den Herbstmarkt und jetzt kehrt gerade ein bisschen Ruhe ein und Ruhe heißt bei mir immer mehr Zeit für Content, für Videocontent, für kreative Ideen, für ein bisschen Quatschen mit euch. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall, dass ich jetzt wieder regelmäßig 2 bis 3 Mal die Woche, ich habe mir vorgenommen, 3 Mal die Woche für euch da zu sein. Und wenn ihr euch wundert, oder wie sieht es denn hier aus? Ich hatte hier Fotoshooting und ich zeige euch ja beim Greenery Café gern mal so ein bisschen Blick hinter die Kulissen. Und da gehört das auch dazu. Und was ich euch nämlich heute zeigen möchte, das sind einmal die neuen Greenery-Tannen. Die sind jetzt nämlich endlich online. Da gehen wir nachher ein kleines Stückchen rüber. Aber vorab möchte ich euch hier mal so meine Fotoshooting-Location zeigen. Wenn ihr die Bilder im Shop seht, dann wisst ihr jetzt im Nachhinein, wie ich geshootet habe. Ich habe mir hier so eine kleine Welt aufgebaut aus Arizona-Tanne. Was haben wir noch dabei? Ein bisschen Ilex, ein paar Tannenzapfen, so bunt gemischt, kleine und große. Und was hier noch liegt, das sind die fabelhaften Holzstirne. Schaut euch mal diese Schönheiten an. Kommen aus Europa, sind aus europäischem Holz gefertigt. Gibt es in 2 Größen. Das ist der etwas größere. Und schaut mal, das ist das kleine Exemplar. Und die sind einfach mega, entweder zum Verschenken, perfektes Wichtelgeschenk, wenn ihr vielleicht schon ein bisschen weiter denkt. Ansonsten könnt ihr die auch ganz easy einfach auf dem Deko-Tablet legen. Ein bisschen Arizona dazu, ein bisschen Ilex, dann noch einen Tannenzapfen und fertig ist die Deko. Ja, ihr wisst ja, bei mir muss es immer einfach sein, schön und natürlich. Und so schnell kann es dann wirklich gehen. Ich zeige es euch nachher mal noch gerade in der Nahaufnahme. Und ja genau, also ich habe die neuen Holzprodukte geshootet. Dann sind noch ein paar neue Greeneries online gegangen. Lusel aus. Lucy und Ello sind heute auch mit dabei und die fressen mir immer so gern die Hagebutten weg. Und das geht natürlich nicht. Die sind ja für euch gedacht und für meine kreativen Ideen. Und darum muss ich da immer ein bisschen aufpassen. Also. Übrigens, Neuigkeiten zu den Pinienzapfen gibt es auch. Das ist der, wo hier vorne steht. Ein paar von euch haben mich schon angeschrieben. Die sind bald wieder lieferbar. Eventuell könnt ihr die jetzt sogar schon vorbestellen. Guckt einfach mal unten in die Videobeschreibung. Da habe ich euch auf jeden Fall alles verlinkt, was ich euch heute so zeige. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir zu meinem Weihnachts-Highlight weiter. Eins nach drüben. Oder soll ich es hier herholen? Eigentlich könnte ich es auch herholen. Ich hole es für euch her. Denn hier sieht es dann doch ein bisschen netter aus. Ich habe es nämlich hier drüben so in Reihe und Glied aufgebaut. Aber so ist es doch schöner. Schaut mal. Sind die Tannen nicht mega? Also ich habe ganz, ganz viele Holztannen ins Sortiment bekommen. In unterschiedlichen Formen, unterschiedlichen Ausführungen und unterschiedlichen Oberflächen. Manchmal mit Rinde, manchmal ohne Rinde. Das sind jetzt die schlanken Tannen mit Rinde. Die gibt es in 2 Größen. Die Größenangaben findet ihr dann immer im Shop. Schaut mal, das sind die kleinen. Und das sind die großen. Sind die nicht mega? Oh, ich liebe die. Ich liebe die echt. Jetzt würde ich mal sagen, ich hole jetzt einfach eins nach dem anderen. Und dann gehen wir aber nachher trotzdem noch kurz hier rüber. Und ich zeige euch alles noch im Detail. So, dann kommen die nächsten. Die sind jetzt ohne Rinde. Ich habe mir gedacht, wenn ihr vielleicht ein bisschen moderner eingerichtet seid und es nicht ganz so ihr es einfach nicht ganz so rustikal mögt, dann sind die Tannen ohne Rinde für euch perfekt. Die haben eine ganz, ganz klassische Form. Die gibt es auch wieder in 3 Größen. Groß, mittel, klein. Und die machen echt was her.
zum Thema Haltbarkeit und Holz. Das Holz ist komplett unbehandelt. Also ihr könnt das auf jeden Fall rausstellen. Es wird dann aber im Laufe der Zeit verwittern. Da es Vollholz ist, wird es schon relativ lange halten draußen. Aber wenn ihr vielleicht sagt, ich möchte es auf jeden Fall draußen dekorieren und es so länger halten, dann empfehle ich euch, das Ganze einfach mit einem Öl oder mit einer Holzschutzlasur zu behandeln. So, und dann kommt jetzt noch mein persönliches Highlight. Könnt ihr euch noch an die tollen Hasen erinnern? Die Eichenholzhasen, die ich an Ostern im Sortiment hatte. Jetzt passt auf. Die muss ich einzeln holen, die sind so schwer. Schaut mal. Das sind die Eichenholztannen. Sind die nicht der Hammer? Und die sind so mega schwer. Mit denen könnte ich auch noch so ein kleines Gewichtheber-Video machen. Habt ihr das Reel schon gesehen? Ich blende es euch jetzt mal noch schnell ein. Dann wisst ihr, wovon ich spreche. Müssen wir mal kurz gucken, wie das geht. Und, ich will richtig halten. Ja, doch. Da muss ich heute nicht mehr ins Fitnessstudio. Das reicht echt so. Also, guck mal. Sind die nicht einfach wunder, wunder, wunderschön? Wie die anderen Tannen auch, in Europa gefertigt. Aus tollem Holz, aus tollem Eichenholz. Die bekommen im Laufe der Zeit eventuell auch noch ein bisschen Risse. Sie sind noch nicht komplett durchgetrocknet, aber ich finde, das macht sie dann ganz charmant, wenn noch ein paar Risse entstehen. Muss nicht, kann. Und da gilt auch das Gleiche. Ihr könnt sie draußen oder drinnen dekorieren. Ich präferiere hier auf jeden Fall drinnen zu dekorieren, denn dann bleiben sie euch wirklich so, wie sie sind. Ich hoffe, ich kann euch mit meinen tollen Tannen eine Freude machen. Ihr seht, bei mir steht das diesjährige Weihnachten wieder ganz unter Motto Natur pur. Aber so kennt ihr sie ja von mir, das ist Mrs. Greenery. Und ich würde sagen, ihr kommt jetzt mal noch kurz rüber, dann schwenken wir mit der Kamera rüber und ich zeige euch die ganzen Tannen noch aufgereiht. Ich bin jetzt ja wirklich mega froh, dass ich mit euch noch so einen Schwenk gemacht habe. Denn schaut mal, diese tollen Tannen habe ich euch ganz vergessen zu zeigen. Die sind mit Rinde. Also im Endeffekt von der Form her genau gleich wie die Tannen ohne Rinde, die ich euch gezeigt habe. Und ja, die gibt es auch in drei verschiedenen Größen und die sind einfach auch nur wunderschön. Also jetzt seht ihr sie nochmal alle im Vergleich. Da haben wir die klassischen Tannen mit Rinden. Dann kommen die schlanken, dann kommen die ohne Rinde und dann kommen die Eichenholzklassiker. Und, was ich euch ja auch noch zeigen wollte, das sind die tollen Moostannen zum selber gestalten. Das sind einfach so pyramidenförmige Kegel, nee, nicht pyramidenförmige, es sind Kegel und in Form von einer Tanne. Und die könnt ihr auch ganz, ganz toll ausdekorieren mit Grünmaterial und mit Zapfen und Kugeln, je nachdem, was euch da so einfällt. Dann wollte ich euch noch mal zwei Neuigkeiten zeigen. Und zwar, wir haben die gerade hier noch im Atelier stehen. Schaut mal, diese Schönheiten. Stilingia, glaube ich, heißen sie. Ansonsten korrigiere ich mich jetzt noch schnell. Das sind Wolfsmilchgewächse. Also das sind auch Euphorbia-Gewächse. Und die sind eingefärbt. Einmal orange und einmal grün. Und ich finde die so, so mega schön. Besonders jetzt dann so für die Weihnachtsdeko. Ich kann mir die auch ganz toll im Adventskranz vorstellen. Dann haben wir hier ganz viel Wacholder. Noch frischen Eukalyptus. Ich hoffe, ich konnte euch heute ein bisschen inspirieren. Ja, wie schon gesagt, Weihnachten steht bei mir unter Motto Natur pur, Lucy pur und Eloisel pur. Eloisel, komm, du passt ja noch. Und Happy. Also die Hunde sind ja echt immer super gerne mit dabei im Kreativatelier. Das Einzige, was sie nicht mögen, wenn sie gefilmt werden. Lucy, bleib. Aber da muss man jetzt auch mal durch. So als Hund von Mrs. Greenery muss man ab und zu auch mal gefilmt werden. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen eine Freude machen, vielleicht auch schon mal so ein bisschen inspirieren, wie ich die Tannen dekoriert habe. Guckt einfach mal bei mir in den Shop rein, da habe ich immer so schöne Dekobilder gemacht, damit ihr mal ein bisschen eine Vorstellung habt, wie ihr das Ganze kombinieren könnt. Ich muss so sagen,
Ein Hexenwald ist es nicht. Ich habe es ganz easy dekoriert mit Tannengrün, bisschen Ilex, ein paar Zapfen und schon habt ihr eine echt, echt tolle Weihnachtsdeko auf eurem Sideboard oder vielleicht auch auf dem Esszimmertisch. Ja, das sind meine Ideen für euch und das ist natürlich erst der Anfang. Da kommt auf jeden Fall noch einiges mehr und ich freue mich riesig drauf. Jetzt sage ich danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart bei Mrs. Greenery Café. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dorthin, ihr wisst ja, bleibt kreativ, seid kreativ, eure Mrs. Greenery.